Hallo und willkommen zurück zu Leisure Suit Larry, Wet Dreams 3. Twice. Die arme Emma wird jetzt einen Grund bekommen, warum sie den Ölteppich beseitigen muss. Denn ein armer Vogel ist beim Hotel in einen Ölteppich geraten. Ein armer Vogel ist beim Hotel in einen Ölteppich geraten? Was? Dann muss ich mich sofort darum kümmern. Ja. Du fasst dir aber nichts an, während ich weg bin, ja? Natürlich würden wir nie machen. Ich will ja nicht aus Versehen die Umwelt verschmutzen. Sehr schön. Kommen wir an den Spind. Sauber. Vielleicht können wir den ja aufbrechen mit unserem Schlüssel. Besser nicht. Die beiden Sachen. Dann wollen wir mal. Oh nein. Jetzt lässt er den ganzen Schrott einfach runter. Ach, er baut es wieder zusammen, das Floß. Pi, können wir aufbrechen? Das Floß ist noch nicht wieder fahrtüchtig. Das Segel hat es nicht überlebt. Wir brauchen einen neuen Antrieb. Wahrscheinlich die See ist hier sehr tückisch. Daher brauchen wir so etwas wie einen Außenbordmotor. Wir wissen immer noch nicht, wo Faith ist. Das sollten wir erst herausfinden. Du musst noch das Bußgeld bei Bobby bezahlen. Vorher dürfen wir die Insel nicht verlassen. Aber ich kümmere mich darum. Okay, wir brauchen einen Außenbordmotor. Den haben wir. Und wieder hat Larry Leffer erfolgreich improvisiert. Dafür brauchen wir den Ventilator. Für mein Floß. Dafür brauchen wir das. Und ein Segel. Und das Segel ist bestimmt die Plane, die wir gesehen haben. Das ist einer von... lieber nicht. Pi? Ja. Ich mag mein Floß. Das hast du toll gemacht, Larry. Hast du mich gerade das erste Mal überhaupt richtig gelobt? Das mache ich doch dauernd. Mit sarkastischem Unterton. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Ach, hör auf! Was haben wir hier noch? Das habe ich... Brauche ich nicht. Das wirkt auf... Ansonsten haben wir hier nichts, oder? Das ist gut. Das hilft mir nicht. Wenn die Umweltaktivistin da mal nicht auch was zu tun hat, dass das Festival vielleicht nicht so wirklich in die Gänge gekommen ist. Da haben wir auch nichts. Schauen wir doch mal. Oh nein. Zentrale. Ja? Ich habe neue Erkenntnisse über diesen Larry Leffer. Ich höre. Er scheint ein mechanisches Genie zu sein. Aus den einfachsten Mitteln hat er etwas gebaut. Er ist in der Lage, zwei Sachen miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht zusammengehören. Und so erhält er etwas, das er zu einem Zweck einsetzt, für den es nicht einmal gedacht war. Dieser Mann ist unglaublich. Feuer ihn an. Mai. Das klingt, als wären sie ihm entweder nicht gewachsen oder sie würden ihn bewundern. Blödsinn. Ich würde ihn am liebsten mit meinen eigenen Händen erwürgen und seine Körperteile in einem Reisfeld verscharren. Ja, würgen Sie ihn. Würgen Sie ihn, bis er keine Luft mehr bekommt. In genau dem richtigen Moment. Und wenn er dann nicht mehr kann. Ich habe verstanden. Danke. Dann gehen wir nochmal zum Klo. Hallo? Bitte? Dann du klingst... Ach was, sie stand da gerade. Hi. Sehr stylisch, aber für meinen Geschmack ein wenig zu verhüllend. Hallöchen, Jan Mai. Schöner Hut. Hm. Gute Luft haben wir. Geht so. Wie lange bist du schon hier? Gerade angekommen. Treffen wir uns nachher am Buffet? Vielleicht. Vielleicht. Kann ich dir was zu trinken holen? Ich habe keinen Durst. Bei der bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer auch immer diese mysteriöse Frau ist, sie ist gegen den unvergleichlichen Larry-Charme immun. Ich stehe ja auf mysteriöse Frauen. Vielleicht können wir ja... Schöne Sonne. Danke. Viel Sonne heute, was? Ich mag Schatten. Wie lautet deine Zimmernummer? Ich habe noch keine. Date bei Sonnenuntergang am Strand? Nein.
Jetzt sag schon, was du von mir willst. Nein. Bei dir bin ich mit meinem... Wer auch immer. Sie ist gegen... Ich stehe. Okay, schön, schön. Klar. Ich weiß. Nettes... Kann man sagen. Was machst du so? Entspannen. Heute noch was vor? Ja. Kann ich dir was zu essen holen? Ich hab keinen Hunger. Bei dir bin ich mit... Wer auch immer. Sie ist gegen... Ich stehe. Okay, nochmal. Schönes Kleid. Kann man sagen. Entspannen. Heute? Ja. Kann ich bei dir mit... Wer auch immer. Sie ist gegen... Ich stehe. Wir können... Schönes, ich schönes Kleid. Gute Luft. Was macht... Entspannen. Treff vielleicht. Kann ich bei dir... Wer auch... Sie ist... Ich stehe. Wie können wir die mysteriöse Dame nur überreden, sich mit uns zu treffen? Oh, hallo Emma. Hey! Sag mal, hast du hiermit was zu tun? Hat der Vogel das behauptet? Nein! Siehst du? Wie geht's dem Vogel? Hast du schon eine hübsche Blondine irgendwo gesehen? Ich habe gesehen, dass du in den Mond siehst. Ich lass dich jetzt in Ruhe mal. Ich lass dich mal in Ruhe rumvögeln. Wie geht's dem Vogel? Wie soll's dem schon gehen? Er steckt im Öl. Bei 90 Grad bekommt man das wieder raus. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich versuche Menschen so gerade diese Touristen machen. Sie heißt Faith. Nein. Ich hab. Ja, und zwar sie gilt ja etwas mein. Du, das, ich räume vielleicht. Okay. Du kannst mir das mal. Dann hab da haben wir noch nichts Neues. Ich lass dich. Hey! Ich bin sicher, das war ein Unfall. Ich bin. Naja, kann durchaus sein. Wie soll's erstecken? Bei 90. Ich. Hey! Vielleicht? Sehe ich aus, als hätte ich einen Vogel? Ehrlich gesagt, ja. Ich. Ja, und die gilt ja. Was meinst du, was ich. Warum? Es könnte... Ach, das frage ich. Aus ihr kriegen wir nichts raus. Ich... Aber vielleicht können wir sie ja einsperren. Dann schauen wir. Wenn wir... So, da brauchen wir Plus. Da brauchen wir Minus. Wenn wir das Ding einfach runterlassen. Das hat nichts gebracht. Nein, das hat nichts gebracht. Ach, okay, hier brauchen wir ja auch Minus. Da brauchen wir Plus. Mein Fehler. Damit bin ich vorerst fertig. Ach, schade. Was können wir hier noch anstellen? Das würde ihr best... Das ist keine gute... Hier, willst du ein Höschen? Nicht. Dann schauen... Und wenn wir jetzt noch den Ventilator auf volle Pulle stellen. Beide auf Minus. Das ist mal eine Drehkraft. Dann schauen wir. Und vielleicht noch den Grill anschmeißen. Ich glaube zwar nicht, dass uns das was bringt. Aber man kann es ja mal versuchen. Nee, da kommt nichts.
Okay. Ja? Ich bin gerade etwas überfordert. Was heißt überfordert? Es ist himmelblau. Hast du hier... Ich kann doch... Ich meine, die wollen... Wie gefällt... Ganz okay. Ist schon etwas... Hey, wenn hier wenig... Ich hab extra... Aber das Hotel hat es auch... Übrigens, steht da... Sie sind... Wir brauchen Eis. Da ist ein Eisschrank. Vielleicht müssen wir auch einfach nur dafür sorgen, dass er wirklich ganz weg ist. Ich gehe. Wir sind alle ganz... Oder wir müssen Jan Mai irgendwie dazu bewegen, dass sie mit uns auf ein Zimmer geht. Ich würde mal sagen, wir müssen erstmal mit Jan Mai jetzt anwenden. Oder? In der Suite ist nix. Wir müssen die Zeit auch irgendwie rumkriegen. Hey, Bob, was gibt's? Vielleicht kann Pi uns ja weiterhelfen. Pi? Ja. Die Frau mit... Diese Frau mit dem Hut und der Sonnenbrille ist irgendwie eigen. Reagieren nicht viele Frauen exakt so auf dich? Ja, die sind alle eigen. Und du nicht? Ich bin nur eigen, wenn man mich nicht so gut kennt. Du bist aber danach immer noch eigen. Ohoho, jetzt wird das Stück Technik auf einmal kritisch. Die ist ein wenig eigen. Ich schätze mal, dass wir Jan Mai erstmal irgendwie bezirzen müssen. Oder müssen wir den Drink fertigstellen? Da muss Orangen. Das Orange. Was Gelbes. Ach, die Gummiente, okay. Was Grünes. Alohol. Nee, Alohol kommt hier rein. Ein ordentlicher Cocktail. Der muss leuchten. Kein Cocktail. Haben wir Eis? Habe ich in Fates Hotel das Pie in einem dort dich ab. Wir haben nichts, was wir als Eis benutzen können. Das lässt sich nicht genug davon. Wir brauchen Eis. Aber wo kriegen wir Eis her? Schöner Hund. Nettes Wetter heute. Kann man sagen. Wie lange bist du schon? Gerade. Date? Nein. Nein. Wer auch ist, sie ist gegen. Ich stehe. Schönes Schön. Kleid. Ich weiß. Viel Sonne heute, was? Ich mag Schatten. Was machst du? Entspannen. Heute noch? Ja. Jetzt sag nein. Bei dir, wer auch immer, sie ist gegen ich stehe. Okay. Schöne Sonnenbrille. Nettes Wetter. Nettes heute. Kann man sagen. Wie lange bist du schon hier? Heute ja. Was vor? Kann ich hab kein. Bei dir, wer auch immer, sie ist gegen ich stehe. Können wir da aus dem Müll noch was rausfischen? Da ist nichts mehr. Die Mülltonnen. Ein natürlicher Jacuzzi. Das heiße Wasser. Dann
Pinkelst du da jetzt im Becher, Larry? Larry? Oh, ich habe hier diese gelbe Flüssigkeit gefunden. Das ist also, wie gesagt, mein... Nein, eine pipifarbene Flüssigkeit. Ich will nicht ins Detail gehen. Ah, das wäre... Es muss doch nicht... Bitte was? Ja, da könnte... Ein Zimt... Ja, da... Das wäre mir etwas zu öffentlich. Es muss doch nicht jeder zugucken. Ach, gibt bestimmt Menschen, die da drauf stehen. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere gelbe Farbe, gelbe Flüssigkeit. Wir brauchen Eis. Wo kriegen wir Eis her? Erstmal brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen Becher. Ich nehme an... Leer. Hier können wir wahrscheinlich nichts hey. Mehr anfangen. Ich bin's. Naja. Ich. Ja, und die gilt. Was meint. Du. Das kann. Ich räume den Müll. Vielleicht fehlt dir die. Du kannst. Das meinte ich. Dann hab ich. Ich lass. Hm. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wo wir Eis herkriegen, ist aus dem Eisschrank. Aber dafür bräuchten wir wahrscheinlich erstmal... Wenn ich die Eiszapfen... Wir können auch kein Foto machen davon, wenn ich oder? Die Eiszapfen so sehe... Nein. Können wir nicht. Soll ich die... Du hast... Ein... den... Können wir aus dem Aquarium vielleicht Wasser holen, um das zu Eis zu machen? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich würde sagen, wir brauchen das Eis einfach nur, wir brauchen einfach nur eine klare Flüssigkeit, die wir zu Eis machen. Besser nicht. Ich halte da nicht die Hand. Hey, Bobby! Was gibt's? Hm. Ich muss... Ich halte da nicht... Ich halte da nicht die Hand. Ein Aquarium... Die beiden Sachen? Können wir da vielleicht... Das ist gut. Nein, können wir nicht. Können wir da vielleicht noch Pipi reintun? Auf der Aussichtsplattform vielleicht? Aus dem Getränkeautomaten, dass der auch Eis, Eis gibt? Du hast. Hä, dann muss. Ach ne, ich bin kipp und denkt. Wie? Man muss. Rauchen? Ich sag. Jedenfalls. Dein. Ich. Ich werde nicht da. Auf einer kleinen Plakette steht. Tränkautomat. Münzrückgabe. Da steht, dass dieser Bereich. Können wir das Schild vielleicht mitnehmen? Das lasse ich da. Oder... Besser nicht. Der Samen scheint das Beet richtig... Ich werde nicht... Die beiden Sachen funkt... Alte Larry-Regel, wenn... Wir haben auch nichts, was wir da reinstecken können. Okay. Vielleicht müssen wir den Barkeeper nochmal zum Schlafen bringen. Thank you.
Da haben wir ein paar Pillen. Ab in die Kaffeekanne. Okay. Und da drehen wir mal den Ventilator wieder niedriger. So. So, beide auf Minus. Es soll ja eine angenehme Temperatur haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Was für ein Nied. Das hängt. Der Entsafter. Ein Becher. Das will ich nicht. Das will ich. Wir haben auch sonst nichts zum Entsaften mehr, oder? Mein Freund, wo kriegen wir Eis her? Was? Alles, was frisch gerast. Sonst nicht. Seit dem Festival-Flop hat. Jetzt sitzen wir. Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Geheimtipp? Okay, früher war. Den kann ich auch, wenn diese. Übrigens, in diesem. Ich sag dir, die sind. Ich bin, ich gehe. Wir sind alle. Wo kriegen wir Eis her? Das macht mich jetzt doch etwas wütend. Irgendwie habe ich das Gefühl. Kann ich ihm vielleicht ein Entchen andrehen? Hey, nichts für. Möchtest du vielleicht ein. Eher nicht. Ein Höschen? Das würde ich. Das ist keine gute. Was steht nochmal in der Infobroschüre? Eine Infobroschüre. Hier stehen ein paar langweilige, viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Und einiges über die Flora hier. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Nur eine Art, die eine einzelne blaue Blüte und spitz zulaufende Blätter hat, tötet einen nicht, wenn man sie anfasst. Ich will gar nicht wissen, was es da noch für gefährliche Tiere hier gibt. Das möchtest du wahrscheinlich nicht wissen. Wir brauchen Eis. Wo kriegen wir Eis her? Wir haben hier auch sonst nichts rumliegen, oder? Vielleicht bei Emma noch einmal? Da haben wir die Flagge. Wir können den Laptop auch nicht benutzen. Lieber nicht. Da verstelle ich noch was. Wo kriegen wir Eis her? Sauber abgeschlossen. Also ich muss sagen, das Eis zu finden, das ist echt eine undankbare Aufgabe, die wir uns für die nächste Folge aufsparen. Bis dahin.